Hallo meine Lieben. So, in den vorherigen Parts haben wir unsere Brombeersträucher oder Kräuter von Alexeys Grab in oder zu eine Kerze umgeformt. Und dies soll ja angeblich nach Alexeys Tukjanows Reisetagebuch Wunder wirken und kranke Menschen anscheinend heilen, wenn sie kurz vorm Sterben sind, so wie Hans. Und die nehmen jetzt einfach und stellen sie hierhin. Ja, wir stellen sie Es hierhin. fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Es fehlt etwas. Was fehlt denn? Moment. Somit das da hinstellen? Ah. Ah, okay. Und jetzt sollen wir die Kerze da rein tun. Gut. Und jetzt müssen wir sie nur noch anzünden. Und wozu haben wir denn Streichholzschachteln mit Streichhölzer drin? Wenn wir sie nicht benutzen können. Mache an, das Lichtlein. Feuer! Feuer! Im Kloster! Oh, wie cool. Oh, cool. Da gab es doch früher auch immer diese. Also ich glaube, es gibt es aber heute auch noch. Diese Lichter, wo sich dann auszudrehen für die kleinen Kinder, die nicht einschlafen können. Die projizieren auf die Wände auch so schöne Bilder. Ich hatte früher immer so Fischlein, die dahergeschwommen sind an der Wand. Aber Hans ist schon mal aufgewacht, das ist gut. Hey, du Schlafmütze, steh auf. Na, wieder wach? Können wir das mitnehmen? Das ist genug Rauch für heute. Nee. Also, Kate, du bist doch noch gar nicht richtig high. Das war gar nicht genug. Ich bin nur ein bisschen Hans, schwindlig. wie geht es Ihnen? Kate, ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber. Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Ja, hol ich noch ein bisschen aus, Dornröschen. Wir kommen gleich. Kate, der edle Prinz, rette dich. So, wir müssen Hans irgendwie von hier wegkriegen. Dann holen wir unser edles Ross und reiten davon in die Ferne. Zu dem Dornröschenschloss. Ich habe nämlich schon eine Ahnung, wie wir hier wegkommen. Und Kate hat ja mal erwähnt, dass. Puh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Genau, dass man es mit einem Schlitten hier nach unten schaffen kann. Und was eignet sich besser dazu für einen Schlitten als ein Sarg? Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. Ja, leg dich doch rein. Bestimmt gemütlich. Nein, das sollst du doch als Schlitten benutzen, du Holy Nuss. Entschuldigung. Eine echte Mönchsarbeit. Können wir jetzt den Sarg nicht nehmen, weil jetzt hier der Mensch ist? Oder wie? Ist ja jetzt blöd. Okay, dann müssen wir ihn irgendwie weglucken. Aber mit was? Was haben wir denn noch? Normale Kerze, Fischbonbons. Vielleicht, wenn wir ihm Fischbonbons geben, wird ihm so kotzübel, dass er dann so schnell wie möglich aufs Klo rennt. Oder. Ja. Was können wir denn noch machen, um ihn irgendwie wegzubekommen? Sollen wir nochmal zum Patriarchen gehen?
Ich gehe einfach nochmal dahin. Oder... Nee. Ach doch, wir gehen einfach nochmal zum Patriarchen. Okay. Wir können jetzt hier rein. Anscheinend ist er ja weg. Ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Den nehmen wir mit. Verzierter Schlüssel. Anscheinend ist er von großer Bedeutung. Wenn er hier in so einem einzelnen Raum ist. Hier konnte ich doch noch irgendwas beobachten. Begutachten, beobachten, ja. Okay, sonst ist hier nichts außer dem Schlüssel. Okay. Wo können wir den Schlüssel... Gesundheit. Wo können wir den Schlüssel einsetzen? Sagt mir das mal einer. Ach nein, Moment. Halt, stopp. Da war eben was. Ja. Aha. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Ja, wozu haben wir denn einen Schlüssel? Hallo? Sesam, öffne dich. Ah, aha, aha. Da können wir dran ziehen. Können wir uns erhängen? Nein. Boah, ich bin so schlau. Ja, wir haben den Mensch weggelockt. Das ist sehr gut. Jetzt können wir auch endlich auf unsere schöne Schlittenfahrt. Hallo, ich möchte hier raus. So. Jetzt können wir endlich auf Schlittenfahrt. Ja, ja, ja. So, schnell zu unserem Schlitten. Und hopp-di-dopp. Ja, Schlittenfahren macht doch so viel Spaß. Ganz besonders auf einem Sarg. Und... Los geht's. Hans holen wir dann später, ne? Recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Wir haben doch hier den Schlitten. Oh mein Gott, ey. Wir können doch schon mal vorfahren. Hans holen wir dann später ab. Oder nicht? Ich weiß, ich bin so kalt. So, dann holen wir halt jetzt Hans. Und hauen von diesem Kloster ab. Was ist los, Kate? Gehen wir hin. Ja, Kate, wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell, auf Schlittenfahrt. Sonst klauen uns die Mönche unseren Schlitten und haben viel mehr Spaß als wir. Oh oh. Los geht's. Nein, gehen Sie nicht weg. Nein, bleiben Sie hier. Haltet sie auf. Thank you.
Welch rasante Talfahrt. Hat richtig Spaß gemacht, Kate. Wirklich. Yippie, das war doch eine lustige Skifahrt. Schlittenfahrt. Ich will gleich nochmal. Komm, lass uns nochmal zum Kloster gehen. Ja, kaum aus dem Kloster raus und kaum geheilt, schon muss er da gleich wieder weiterwerkeln. Ja. Wie wär's mit Danke, Hans? Danke, dass du uns gerettet hast und danke für die schöne Schlittenfahrt. Okay, jetzt sind wir wieder in Romansburg. So. Ich muss mich kurz wieder richtig auf meinen Stuhl hinsetzen, weil ich soll ja nicht immer so vor dem PC hier rumlümmeln. Gut. Ja, jetzt sind wir wieder beim Colonel, bei der Malka, beim Zirkus, bei den Burghoff-Brüdern und was gibt es hier so zu machen? Wir müssen ja wieder weiter, ne, mit dem Zug. Die Kohle ist drin und jetzt können wir doch eigentlich los, ne? Fragen wir mal Oskar. Da ist er ja. Oskar, das war kein Kloster, sondern ein Gefängnis. Aber es ist mir gelungen, Hans herauszuholen. Einverstanden, Kate Walker. Beeilen Sie sich. Okay. Jetzt können wir einfach in den Zug gehen und abfahren? Das ist doch schon zu schön, um wahr zu sein. Jetzt können wir losfahren, oder was? Dann fragen wir halt nochmal Hans irgendetwas. Hans? Ich hoffe, der alte Patriarch hat's endlich begriffen. Der Patriarch ist ein engstirniger Mann. Kann man wohl sagen. Dieser Kerl ist absolut fanatisch. Hans, können wir nun unsere Reise fortsetzen? Ich muss noch etwas zu Ende bringen. Aber Sie könnten mir dabei helfen. Gern. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe das mechanische Herz repariert für die Pferde. Aber ich bin jetzt zu müde. Bitte gehen Sie für mich zum Kabarett und bauen Sie es ein. Ja, tue ich gerne, Hans. Seien Sie unbesorgt und ruhen Sie sich etwas aus. Okidoki. Das Herz. Wir haben ein Herz. Wir haben ein zweites Herz. Okay, also wir sollen jetzt zum Zirkus und seine mechanischen Pferde reparieren. Okay, dann machen wir das doch mal. So. Schwuppsiwupps. Gleich sind wir hier. Malka steht nicht hier, sondern da. Ja. Okay. Wow. Alle! Hopp! Hopp! Eisbärhundi. Yuki heißt, glaube ich. Alle! Hopp, 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 hopp! Alle! Hopp, hopp, hopp! Los, spring! Ah, jetzt reicht's aber. Ah.
Hau ab, du Dreckshund! Nein! Los, weg hier! Nein, komm zu mir nach Hause. Ich hab sehr viel Platz für dich. Ich habe ein großes Herz für Tiere. So, jetzt können wir es wieder bewegen. Ach nein, warum hast du den Eisbärhundi weggejagt? Guten Tag, Herr Zirkus. Ah, guten Tag, Fräulein Walker. Yuki. Als ich reinkam, schienen Sie sehr wütend über diesen komischen Hund zu sein. Hund, sagen Sie? Hier nennt man das einen Yuki, Fräulein Walker. Weil sie von den Yukol-Eskimos gezähmt werden. Yukol, Yuki. Ein Yuki? Lassen Sie sich nicht täuschen, Fräulein Walker. Sieht zwar aus wie ein Hund, ist aber keiner. Wohl eher eine Mischung aus Robbe und Bär. Mit einer Prise viel Fraß. Und Sie versuchen, ihm eine Zirkusnummer beizubringen? Von wegen. Ich gebe zu, ich hab's versucht. In Ermangelung eines Besseren. Aber ein zivilisierter Mensch kann aus diesem Vieh wirklich keinen Nutzen ziehen. Das Tier widersetzt sich jeder Form von Dressur. Es will nur fressen. Also für mich sieht der Yuki aus wie eine Mischung aus Eisbär und einem Hund. Als hätte irgendwann mal in grauer Vergangenheit ein Eisbär irgendwas mit einer Hündin gehabt. Näheres möchte ich mir gar nicht vorstellen. Herr Zirkus, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Wir werden Romansburg bald verlassen. Ah, das ist sehr schade, Fräulein Walker. Sie verpassen meine Pferdenummer. Ich beginne mit den Vorstellungen, sobald ich diese verflixten Automaten repariert habe. Das werde ich dann wohl ein anderes Mal nachholen müssen. Hey, wir sind doch jetzt dazu da, die Pferdeautomaten zu reparieren. Funktionieren die Pferde nicht? Ich hatte Herrn Vorarlberg gebeten, sie sich anzusehen. Aber aufgrund dieses schrecklichen Anfalls, den sie miterlebt haben, kam er nicht dazu. Vielleicht kennen Sie sich ja damit aus, Fräulein Walker. Ich heiße zwar nicht Hans Vorarlberg, aber ich kann es ja mal versuchen. Herr Zirkus, Hans Vorarlberg hat mich gebeten, Ihnen bei der Reparatur des Automaten zu helfen. Ah, wunderbar. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Fräulein Walker. Ich muss weiter, Herr Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Ja, danke schön. So, dann machen wir uns doch mal auf die... Wow, Mechanik. Okay. Herz einsetzen. Das wäre schon einmal geschafft. Und jetzt müssen wir irgendwie noch die Pferde zum Laufen bringen, ne? Und dazu können wir diese Dinger hier einsetzen. Ah, okay. Es müssen sich also alle Pferde gleichzeitig bewegen. Oder eins nach dem anderen. Okay. Dann das hier. Das hier. Und das hier. Da hat sich jetzt gar nichts bewegt. Okay, auch gut. Hierhin. 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 Da haben sich jetzt zwei Pferde bewegt. Okay, ich versuche jetzt noch ein einziges Mal. Und dann möchte ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Und dann geht's halt dann im nächsten Part weiter. Okay, es haben sich halt jetzt immer noch zwei Pferde bewegt und ja. Ich mache halt dann im nächsten Part weiter. Ciao!